Kapitel 11 Eine lichtlose Welt. Ich machte mir jedoch selber ebenfalls Sorgen wegen Shinux. Nicht wie Seemops und Schelast, weil ich ihm nicht vertraute, sondern ich machte mir Sorgen um ihn. Ich wusste nicht genau, wie er die Nachricht wirklich aufgenommen hatte. Er war ja sofort verschwunden, als er es gehört hatte. Und auch wenn er nur wenige Momente da gewesen war, dass seine Reaktion nicht gerade positiv war, war offensichtlich. Ich selber konnte und wollte mir gar nicht vorstellen, wie es für mich wäre, so etwas zu erfahren. Vieles, was er als Necrozma getan hatte, war schrecklich, manches hingegen auch gut. Aber das Gute in einer solchen Situation zu sehen, ist wohl nahezu unmöglich. Ich für meinen Teil hatte meine Entscheidung jedoch schon lange getroffen. Günther hatte Necrozma eine zweite Chance gegeben, damit er sich bessern konnte. Und diese Chance hatte Necrozma genutzt. Indem er verloren hatte, was an ihm Necrozma war. Er wurde zu einem völlig anderen Pokémon, mit einer anderen Persönlichkeit. Er wurde zu einem guten Freund. Und für mich war er dies auch immer noch. Shinux war nicht der Necrozma aus der Legende, sondern ein neuer. Und mir war es egal, was er alles in seinem vorigen Leben getan hatte. Was wichtig war, war, dass er nun Shinux war und in einer schweren Situation steckte. Und ich hatte mich entschieden, alles zu geben, um ihm zu helfen. Außerdem war mir klar, dass Evie mich bei meinem Plan unterstützen würde, nachdem sie Shinux bereits vorhin verteidigt hatte. Das Einzige, was ich nur hoffen konnte, war, dass Seemops und Chelast den Plan nicht zunichte machen. Und wer auch als Problem auftreten konnte, war offensichtlich Günther. Es war für mich wirklich offensichtlich, dass er immer noch einen Groll gegen Shinux hegte. Ich werde ihn übrigens in dieser Geschichte auch weiterhin Shinux nennen, genauso wie ich es auch ihm gegenüber persönlich getan hatte. Günthers Ziel war vermutlich, dass wir seine Welt retten würden und Shinux danach alleine stehen lassen würden. Aber da hatte er seine Rechnung ohne mich gemacht. Während sich meine Gedanken weiter im Kreis drehten, hörte ich ein leises Rascheln. Als ich mich umsah, erspähte ich Shinux, der sich langsam auf die Lichtung schlich und versuchte niemanden, der tatsächlich schlief, aufzuwecken. Diese Mühe war jedoch völlig umsonst. Kaum hatte Shinux die Lichtung betreten, tauchte Günther wie aus dem Nichts vor ihm auf. Er hatte sich irgendwie teleportiert. Aufwachen! Shinux schien sich auch zu erschrecken und sah ihn böse an. Die anderen drei wachten von diesem Schrei natürlich auch auf. Was soll denn das? Es ist doch noch mitten in der Nacht. Gequält rappelten sie sich auf. Das ist schön für dich, Chelast. Gewöhn dich schon mal dran. In der Welt, die wir jetzt bereisen, wird's auch nicht heller. Ach was, ich dachte, in einer ausgelöschten Welt scheint den ganzen Tag die Sonne. Zu meiner Erleichterung schien Shinux tatsächlich deutlich bessere Laune zu haben, als ich erwartet hatte. Haha, sehr lustig. Aber mal wieder sinnlos. Wir können nicht direkt in meine Welt reisen. Es besteht keine direkte Verbindung zwischen ihr und dieser Welt. Wir müssen erst einmal durch die dunkle Welt reisen. Nun hatte er dafür gesorgt, dass wir alle wirklich hellwach waren. Die dunkle Welt? Wir müssen vorher erst durch die zerstörte apokalyptische Welt, bevor wir in die nicht mehr vorhandene Welt kommen. Und was machen wir, wenn wir einen der Wächter der Welt treffen? Giratina, Iveltal oder... Evie schien etwas ratlos und sah mich fragend an. Darkrai, half ich ihr auf die Sprünge. Günther wirkte... sehr überraschenderweise, mal wieder genervt von unserem Unwissen. Na klar, Darkrai vergisste. Naja, wenn wir ihnen begegnen sollten, dann gucken wir, ob sie uns freiwillig Platz machen. Sonst müssen wir sie wohl dazu bringen. Also, ich hab lang genug gewartet, jetzt geht's aber los. Günther stellte sich gerade vor den seltsam ausgehöhlten Felsen auf der Lichtung. Er begann, etwas zu vollführen. Es wirkte wie eine Art Ritual. Dann richtete er das Armband, das ich bereits bemerkt hatte, mit dem Stern nach vorne in Richtung des Steines. Dunkler Stern, nutz deine Kraft, führe uns durch die Welten! Der Stern an seiner Hand begann seltsam zu leuchten, genau wie der Felsen. Auf einmal erschien ein Portal inmitten der Aushöhlung. Also, er zeigte auf das Portal. Tretet ein. Nacheinander betraten wir das Portal. Zuerst Shinux, dann Seemops, dann Chelast, dann Evie. Als letztes war ich an der Reihe. Ich zögerte einen Moment, was mir wieder eine Beleidigung von Günther einbrachte, bevor ich in das Portal trat.
Ich rechnete damit, sofort in der dunklen Welt wieder auf festem Boden zu stehen. Jedoch schwebte ich auf einmal in einem seltsamen Tunnel. Eher gesagt, ich fiel. An den Wänden waren seltsame, nicht erkennbare Zeichnungen. Das Einzige, bei dem ich mir relativ sicher war, war, dass es Pokémon waren, die gezeichnet wurden. Ich hörte eine Stimme aus dem Nichts sprechen. Sie kam mir nicht bekannt vor. Reisende der Welten, höre meine Worte. Höre die Prophezeiung. Der Finstere wird wiederkehren. Der Herrscher dieser Welt wird zurückkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Stunde rückt näher und näher. Erzittere vor seiner Macht. Der Meister der Schatten wird zurückkehren. Auf einmal stand ich in der dunklen Welt, mitten vor einem Portal. Die anderen hatten sich darum versammelt und warteten auf mich und Günther. Ich war schweißgebadet und verstört von dem, was gerade eben geschehen war. Günther erschien neben mir in diesem Moment. Ivy schien zu bemerken, dass mit mir etwas nicht stimmte. Sag mal, Brübi, was ist denn los? Du zitterst ja richtig. War die Reise für dich so schlimm? Ich fragte vorsichtig nach. Habt ihr diese Stimme etwa nicht gehört? Alle sahen mich fragend an, auch Günther. Jedoch war er nicht verwundert, dass ich eine Stimme gehört hatte, wie ich aus seinem nächsten Kommentar heraushören konnte. Sag mal, leidest du an Schlafmangel oder so einer Kacke? Ich weiß, dass du letzte Nacht kein Auge zugemacht hast. Beginnst du jetzt schon beim Reisen durch die Welten zu träumen? Ich war mir sicher, dass ich nicht nur geträumt hatte. Nein, das war... Günther unterbrach mich sofort. Vergiss es einfach, wir haben keine Zeit für deine Albträume. Jetzt fang dich gefälligst und komm mit. Alle mir nach, wir müssen zum Berg der Wahrheit. Dort kann ich ein Portal in meine Welt erschaffen. Bevor ich überhaupt noch etwas sagen konnte, ging er bereits. Meine Freunde sahen kurz noch besorgt zu mir, folgten ihm dann jedoch. Die Reise an sich verlief sehr trostlos und langweilig, genau wie die Welt, in der wir uns befanden. Ich wusste nicht weshalb, aber aus irgendeinem Grund hielt Shinook so viel Abstand von mir, wie er konnte. Eigentlich hatte ich gehofft, etwas mit ihm reden zu können, doch er blieb immer dicht hinter Günther und zu dem wollte ich keinesfalls. Manchmal schaffte ich es, ein paar Worte mit einem der anderen zu wechseln, bevor Günther uns anschrie, wir sollen uns aufs Laufen und nicht aufs Labern konzentrieren, wie er es sagte. Der erste Tag verlief weiterhin völlig ereignislos und trist. Nur am Abend gab es eine Situation, in der es endlich etwas spannender wurde. Wir hatten nach gefühlten 20 Stunden Fußmarsch Günther endlich dazu überreden können, eine Pause zu machen. Er nahm uns beim Wort und verschwand sofort, um sich laut eigener Aussage endlich eine Pause von unserer unerträglichen Unfähigkeit zu nehmen. Somit hatten wir endlich einmal die Gelegenheit, ohne ihn zu reden. Eine Minute lang schien keiner zu wissen, was er sagen sollte. Die Stimmung in unserem Team war sehr angespannt gewesen. Vor allem hatte Shinook sich wieder so weit wie möglich von mir entfernt gesetzt und sah mich nicht einmal an. Also, was haltet ihr von Günther? Ich versuchte irgendwie ein Gespräch anzuregen. Glücklicherweise mit Erfolg. Günther? Also, wenn ich daran denke, dass ich ihn so lange durch die Legende als mein großes Vorbild angesehen habe... Er ist so anders, als ich es erwartet habe. Er ist total unfreundlich und behandelt uns schrecklich. Sagen wir es, wie es ist, Leute. Er ist ein Arschloch. Für ihn sind wir doch nur ein Mittel zum Zweck. Der sieht uns ja nicht mal als Pokémon. Ich habe selten so ein unsympathisches Pokémon getroffen. Wenn ich könnte, würde ich den glatt gegen Groudon eintauschen. Oder Darkrai. Oder... Ich wusste, was ihr zuerst auf der Zunge lag, da sie zu Shinook sah und den Rest ihres Satzes verschluckte. Ich finde wirklich, das kann so nicht weitergehen. Ich sah mich um, nicht, dass er sich vielleicht doch irgendwo versteckte, um uns zu belauschen. Aber hier gab es nichts als Einöde, also war es schwer, sich zu verstecken. Ich wäre dafür, es mal mit härteren Mitteln zu probieren. Ich zumindest werde diesen Rastplatz nicht mehr verlassen, bis Günther uns ordentlich behandelt. Wie ich bereits erwartet hatte, bekam ich große Zustimmung für meinen Plan. Nur Shinook sagte nichts. Er sah in unsere Runde und schien zu überlegen, ob er wirklich sagen sollte, was er dachte. Letztendlich entschied er sich dafür. Also, ich denke nicht, dass er wirklich so schlimm ist. Wir alle verstummten sofort. Ich meine, versteht mich nicht falsch, er behandelt uns nicht richtig, das ist klar. Aber ich denke nicht, dass er es böse meint. Denkt einmal darüber nach. Er hat
3 Jahre gewartet, bis wir auftauchen. Während all dieser Zeit musste er mit dem Gewissen leben, dass seine ganze Welt zerstört ist und all seine Freunde tot sind. Und er war die ganze Zeit alleine. Evie, du musst diese Situation doch kennen. Denkt ihr, ihr würdet in dieser Situation nicht auch hetzen, damit es endlich vorbei ist? Ich bin mir ziemlich sicher, sobald seine Welt wieder lebt, wird er sich bessern. Schafft es tatsächlich mich und offensichtlich auch die anderen, die mir gerade noch zugestimmt hatten, zum Nachdenken zu bringen. Seemops traf seine Entscheidung als erstes. Also, ich denke, da ist schon was Wahres dran. Ich werde morgen weiterziehen. Ich denke auch, dass es in Ordnung gehen wird. Es ist ja nicht für lange. Das stimmt auch. Sobald wir es geschafft haben, können wir einfach gehen. Dann können sich die Bewohner seiner Welt mit ihm herumärgern. Ich war mir immer noch nicht ganz sicher, aber letztendlich hatte ich wohl nicht mehr wirklich eine Wahl. Also, wenn ihr alle mitgeht, dann wird's wohl okay sein. Aber wenn es noch schlimmer wird, werde ich meinen Plan durchziehen. Auf diesen Kompromiss konnten wir uns alle einigen. Ich dachte, unser Gespräch wäre hiermit zu Ende und wollte mich schon schlafen legen. Aber Evie stellte mir nun noch eine Frage. Aber Bulbi, was genau meintest du eigentlich von am Portal mit der Stimme, die du gehört hast? Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass mich tatsächlich noch jemand darauf ansprach. Ich denke, es ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Vermutlich hat Günther doch recht und ich habe mir alles nur eingebildet. Die anderen ließen es tatsächlich jedoch nicht auf sich beruhen. Nein, wir sollten das Ganze ernst nehmen, auch wenn Günther es nicht tut. Ich meine, du hättest dich selber sehen sollen, als du aus dem Portal gekommen bist. Es sah wirklich aus, als würdest du gleich zusammenbrechen. Okay, wenn ihr meint. Also, ich denke, ihr seid einfach in das Portal getreten und wart dann hier, richtig? Alle bejahten. Okay, also bei mir war das anders. Ich war an irgendeinem komischen Ort, vermutlich zwischen den Welten. Es war eine Art Tunnel, durch den ich nach unten gefallen bin. An den Wänden habe ich komische Zeichnungen gesehen und eine Stimme gehört. Sie sagte, dass der Meister der Schatten und der Herrscher dieser Welt zurückkehren wird. Es ist wohl eine Art Prophezeiung. Die Stimme sagte, wir sollten uns vor der Gewalt dieses Meisters hüten. Die anderen schienen zu überlegen. Das hört sich wirklich nicht gut an, aber was hat es mit diesem Meister auf sich? Das finde ich ist gerade das Schlimme. Du kennst nur die grobe Geschichte, du hast Floings Tagebuch nicht gelesen. In ihm wird kurz erwähnt, dass die dunkle Macht der Herrscher dieser Welt ist. Warte, du willst doch nicht wirklich sagen, dass die dunkle Macht zurückkehren wird? Das wäre fatal, vor allem da das reine Element doch auch verschwunden ist. Was wäre... Die dunkle Macht ist schwächer als die Determination, das ist klar, aber auch nur solange ein Gleichgewicht zu ihr besteht. Scheinungs beendete, was Seemops dachte. Aber sie wäre dumm, sich mit der Determination anzulegen. Sie wird ihr ihre zerstörte Welt lassen und sich eine andere suchen, deren Leben sie versklaven kann. Und welche Welt grenzt außer der zerstörten noch an diese an? Unsere. Das heißt, unsere Welt könnte in ernsthafter Gefahr schweben. Evie versucht uns irgendwie zu beruhigen. Wir sollten lieber erst einmal optimistisch bleiben. Wenn wir etwas Glück haben, war es doch nur ein Traum, oder die Prophezeiung bleibt unerfüllt. Im Moment können wir jedenfalls nichts anderes tun, als die Determination zu bekämpfen. Mit diesen Worten war unser Gespräch beendet.